Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Derzeit lernen wir, wie wir überleben und das mit Essen. So, wir haben hier ein Terminal, das wir benutzen müssen. Du hast leider keine Schrauben, ne? Wieso habt ihr keine Schrauben? Machen wir zuerst das mit dem Terminal, ne? Achso, das hat gerade so geleuchtet. So, Freiwilligentraining. Einfaches Überlebens. Ribeye Steak. Zubereitung Fleisch von einer der Kühe aus der Umgebung besorgen, aufs Feuer werfen, bis kein Saft mehr austritt. Okay, das ist leicht. Reverend Delbert Winters. Bin direkt hier in der Stadt geboren und aufgewachsen. Hab den Respondern meine Kirche als Außenposten zur Verfügung gestellt. Gern geschehen, übrigens. Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn, bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt, jedenfalls. Als das alles passierte, dachte ich wie viele andere, die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, dass wir übersehen würden, vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Also fragte ich ihn. Ich fragte, wie? Warum? Ich habe auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung, wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdreckt. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen, gab jedem zu essen, der mit leerem Magen zu mir kam. Und ich war dankbar für diesen Auftrag. Dankbar! Beim nächsten Weltuntergang wird auch meine Zeit gekommen sein. Aber bis es soweit ist, können wir uns doch ein selbstgemachtes Essen teilen. Nicht? Komische Leute. Naja, oh, ein Blütentee hier. Was brauche ich? Abgekochtes Wasser habe ich. Zack. So, Fleisch. Achso, ich habe alles. Ich wollte gerade sagen, wieso ist das grau? Ist es aber nicht. So. Oh, ich wollte gerade sagen, habe ich das jetzt falsch gemacht? Nein. Alles gut, wir haben es richtig gemacht. Ich dachte, was kann man denn falsch machen beim Kochen? So. Okay, ja, das geht eigentlich, das wäre eigentlich ziemlich schnell gegangen alles, naja. Aber ich bin halt manchmal ein bisschen verwirrt. Training abschließen. Glückwunsch, Freiwilliger. Gewähre Zugang zur Responder-Datenbank abgeschlossen. Jetzt nimm über die Datenbank mit den Respondern Kontakt auf. Ich bezweifle, dass das irgendwie geht. Und dann alle tot. Weiß, ich bin der Letzte, der hier noch rumgammelt mit meinen Level 10. Voll die Torschlusspanik. Freiwilliger. So, Notfall Responder Hauptquartier kontaktieren. Verbindung wird hergestellt. Abgeschlossen. Nachricht erhalten. Eine wird angezeigt. Dringende Mitteilung. Eine große Meute von Verbrannten hat sich in Bewegung gesetzt und könnte in Richtung unserer Hauptbasis am Flughafen Morgantown unterwegs sein. Alle Mitarbeiter müssen sich umgehend beim Hauptquartier einfinden. Bringen Sie Waffen und medizinische Vorräte mit. Maria Chavez. Okay. Gehen wir da als nächstes hin. Yep, zum Flughafen. So. Wo ist denn der Gute? Ernsthaft? Ziemlich am Arsch der Welt, ne? Okay, da das alles noch so weit weg ist, können wir eigentlich zwischendurch mal eine normale Quest einbinden, ne? Starte. Es gibt tägliche Events, die muss man, tägliche Quests, die muss man halt abholen. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Und wahrscheinlich sich immer wieder wiederholende Quests,
persönliche Angelegenheiten. Ich habe eines der persönlichen Tagebücher der Aufseherin gefunden. Sie ist in Appalachia aufgewachsen und scheint Holobänder an allen Orten hinterlassen zu haben, die ihr wichtig waren. Okay, ja gut, dann... Oh, ein Jagdgewehrbauplan. Nice. So, eine letzte Abreise. So, unser nächster Ort... Das ist ja alles da hinten in der Ecke, ne? Mr. Kutschisch. Ich werde dir das Ding klauen, Alter. Aber sowas von. Kann ich da schnell hinreisen? Der Leuchtturm. Ach komm, scheiß drauf, ich bin zu faul. Ach, Kronkorken, ey. Oh. Eigentlich ein Spieler, den ich fast fangen muss. Eigentlich müssten die Belohnungen für Spieler fangen größer sein als 10 Kronkorken. Ja gut, wenn die jetzt nicht viel gemacht haben. Ist das schon irgendwie klar, aber 20 hätte ich schon erwartet für jemanden, der mal kurz eine Kleinigkeit gemacht hat. Oh, okay. So, ein bisschen Wasser. Aber ein bisschen hier, ein Tee. Bacon. Maulwurfshappen. Red Eggs. Right away. Oh Gott. Verdorbenes Fleisch, ja. 19 Stück. 16 Stück. 7 Stück. Ganzen abgelaufenen Sachen am Start hier. Kein Wunder, dass da überall so... Ja, ich sammle die auch von anderen Spielern, ne? Oh, guck mal, das ist verdorbenes Fleisch von einem anderen Spieler. Das sollte ich mitnehmen. Manchmal... frage ich mich selber, warum ich sowas tue. So, ich brauche noch einen Redaway. Okay. Gehen wir zum Schrottplatz und von da aus gehen wir weiter. Ich frage mich halt wirklich, wie das jetzt aussieht, wenn ich da jetzt hingehe, ne? Nehmen wir die Pumpgun. Wollen wir die Pumpgun nehmen? Aber... Hey, ich will den Watz-Modus nicht anmachen. An die Steuerung muss man sich echt gewöhnen, weil in Fallout 4 ist das so, du gehst halt da in die Richtung, drückst dann den Stick weg, aber hier musst du nochmal A drücken. Und meine Axt ist fast kaputt, die muss ich reparieren. Mal gucken, was passiert. Dieser Kisha ist anscheinend in der Nähe. Und wird darauf aufmerksam gemacht, dass ich da bin. Ich gehe einfach jetzt mal hin und klau das Ding, währenddessen der da steht. Mal gucken, was passiert. Wird schon nicht schief gehen, oder? Guck mal, Generatoren sind hier. Alles hat er ja alles aufgestellt. Kann ich dir was klauen? Oh, danke. Ist aber nicht von dir. Bin hier nur zu Besuch. Keine Sorge. Hallo. Ich komme dich nur besuchen. Alles gut. Hallo. Wie macht man das nochmal? Wo ist Hallo? Das ist Abschießen. Das ist nicht gut, wenn ich ihm ein Abschießen-Zeichen mache. Ah, da. Hallo. Hey! Es geht, Junge. Er ist halb tot. Wenn er halb tot ist, ne? Kann er nichts dagegen tun. Möchtest du ausgeben, um die Werkstatt zu beanspruchen? Dies könnte zu einem PvP-Kampf gehen. Ah, nee, so viele Kronkorken will ich nicht ausgeben. Alles gut. Vor allem vergesse ich die ganze Zeit, dass die mich ja hören können. Oh, ich gehe da jetzt hin und klaue ihm das. So schön.
Manchmal vergesse ich das einfach. Ist auch ganz gut so. So, okay, nein, das war kacke. Das gibt's doch nicht. Stimmt, wir sind Stufe 10. Wow, da ist ja nichts drin. Ich bin jetzt gesucht? Warum? Ach, das gehörte mir nicht. Lol. Oh, ich bin so tot. Okay. Tschüss. ist das doof. Da war nicht mal was drin. Ehrlich, was soll denn das? Ich dachte, es wäre ein Gegenstand, der einfach irgendwo in der Spielwelt ist. Oh. Aber das heißt doch, dass man in solche Sachen auch was einlagern kann, oder nicht? Wir müssen ein bisschen Zeug abladen. Denn da wir jetzt gesucht werden, ist das ein bisschen uncool, wenn wir so viel Schrott am Start haben. Der Wahnsinn. So, und jetzt sehen wir hier auf der Karte halt nur andere Gesuchte. Da ich der einzige Gesuchte bin. Und so entsteht das Ganze, weißt du? Einfach wegen Unwissenheit wird man gesucht. Wegen Unwissenheit. Ich kann da nicht hin, ne? Oh, jetzt am Arsch der Welt. Ach ja. Na komm, latschen wir da hin. Immer in Bewegung bleiben, okay. Jetzt haben wir ein Problem. Und für sowas wird man gesucht. Da muss doch ein Warnhinweis stehen. Von wegen, hey, wenn du das jetzt knackst, wirst du gesucht. Aber doch nicht, dass du einfach gesucht wirst. Ja gut, dann muss es halt selber lernen. Ja, da würde jetzt jemand kommen und mich abknallen. Das ist geil, ne? Also hier, kriegst einen Hundenapp, wenn du mich tötest. Wer auch immer da jetzt kommt. Das letzte Mal sind sie halt zu dritt gekommen. Wenn einer alleine kommt, kann ich das noch mit ein bisschen Skill schaffen. Aber ansonsten. Vor allem, ich gehe jetzt auch noch. Jetzt auch noch dahin, wo die meisten Leute rumhängen. Kann ich hier einfach von der Klippe springen und dann ist alles gut? Nein, ich darf keine Ressourcen sammeln. Wenn ich jetzt irgendwas sammle und ich sterbe, dann verliere ich das. Ich könnte jetzt einfach einen auf YOLO-Krieger machen und alles angreifen, ne? Ich meine. Jetzt sowieso gesucht. Was soll's? Ja, dumm gelaufen. Was soll's? Vor allem, ich kann jetzt auch nicht einfach in meinem Inventar rumwühlen. Man bekommt ja nur Schrott von... Was war das? Eine Brandbestie, die irgendwie nicht böse ist. Okay, die fliegt hier einfach nur rum. Um anderen Spielern Angst zu machen? Oder sucht die nach mir wie alle anderen Spieler? Wie er da rumfliegt, wie cool ist das denn? Was für ein cooles Viech! Alter, ich will das als Haustier haben. Ich will mit ihm kuscheln. Oh, okay. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Ich meine, die Quest können wir nicht vergessen. Wenn wir uns am Computer setzen, sind wir tot. Als Gesuchter hast du richtig voll die Nachteile. Ich meine, da kannst du nur Hardcore ich gegen die Welt machen. Ob die auf die Kreatur schießen? So, sind wir schon da?
Nein. Ne, wir bahnen uns den Weg dahin. Wir laufen jetzt nicht straight dahin. Wir werden uns hier ein bisschen umsehen. Am besten durch Gebäude gehen. Hoffen, dass uns niemand findet. Verfolgt ihr mich? Mir kommt es so vor, als würde sie mich verfolgen. Weg. So, das Ding ist auch, wenn ich jetzt Schrauben finde, die sind weg. Ich sterben werde. Oh komm, die Pumpkin können wir mitnehmen. Die bauen wir hier auseinander. Obwohl rein theoretisch, wenn ich jetzt einen Ventilator finde, bekommt der ja nicht den Ventilator. Er bekommt ja nur den Schrott, den ich schon auseinandergenommen habe, ne? So ist, glaube ich, richtig. Au! Was ist denn los mit dir, Dude? Schnallt er mich einfach ab? Versuche Schritte zu hören. Für den Fall der Fälle. Einfach eine Granate irgendwie in die Gegend werfen. Wenn ich denjenigen, der mich verfolgt, zuerst sehe. Nein! Der war aber gut. Komm, das müsst ihr schon sagen, der war gut. Ihr Neuspawn. Nee, nee, nee. Wir können Kronkorken ausgehen. Es war schon nicht schlecht, ne? Ich hab ihn gehört. Die Granate hat gesessen, aber ich habe halt keinen Schaden gemacht. Und der war auch Stufe 20, glaube ich. Nee, sogar mehr. Ist er das gewesen? Aber ich glaube, die haben auch nach mir gesucht. Wie viele sind hierher gekommen jetzt wegen mir? Verlorene Beute. Oh Gott. Ich hoffe, er hat nur meine Kronkorken genommen. Nicht meine Kronkorken, sondern mein Schrott. Ja, dumm gelaufen. Aber seht ihr, der 41er war auch hinter mir her. Die waren alle hinter mir her. Was hat er übrig gelassen? Und den Napf, ja gut. Zum Glück habe ich alles abgelegt. Das heißt, er bekommt nicht nur Schrott, sondern auch andere Dinge. Okay. Gut zu wissen. Ein Gesuchter zu sein, ist echt... Kacke. Ich meine, wenn ich wenigstens genauso viel Schaden machen würde wie die, dann würde es sich das wirklich lohnen. Aber diese Schadensreduktion, das ist echt kacke. Da ist doch kein Spaß dabei. Und ich meine, so wie Fallout 76 aufgebaut ist, hätte ich auch keinen Frust, wenn man mich jetzt erschießen würde. Ich meine, gut, hätte ich jetzt Nägel am Start oder Schrauben besser gesagt. Hätte ich gesagt, ja scheiße, bin ich tot mit meinen Schrauben, aber so ist das halt. Überleben, ne? Ja, keine Ahnung. Finde ich ein bisschen blöd. Ich meine, einfach der Kick dabei, zu überleben. Wirklich darauf zu achten, was ist in meiner Umgebung. Das hast du hier halt nicht. Weil, gut, hier sind halt ein paar Verbrannte, die laufen hier durch die Gegend und freuen sich einen Keks. Aber so wirklich der krasse Shit sind die ja nicht, ne? Na gut, wenn man so die Brandbestie anguckt, die ist natürlich krasser Shit. Aber die kommt halt auch erst später. Naja, jetzt können wir wenigstens wieder entspannt durch die Gegend laufen. Also,
Wenn es wirklich fair wäre, wenn es ein fairer Kampf ist, dann würde ich das toll finden, Raider zu sein. Dann würde es bestimmt richtig viele Raider-Gruppen geben. Gut, wenn alle jetzt auf eine Person gehen, ist natürlich kacke. Aber dafür gibt es ja die Perks. Schlüssel erforderlich. So, kurzläufig. Schnarkstab, Wache. Den Schnarkstab müssen wir uns mal angucken. Schlagstock. Eine Nahkampfwaffe immer dabei zu haben, ist nicht schlecht. 17 und Mittel. Eine hat 40 und ist langsam. Ach Leute. Selber schuld, dass du keinen Arm mehr hast. So. 10mm Pistole, tschüss. Impro-Pistole, tschüss. Sonnenbrille. Habe ich eine Sonnenbrille auf? Weiß ich gar nicht. Mich wundert, dass ich hier keine Schrauben bekomme. Nee, ich mache das jetzt mal zu Ende. Sehe ich gar nicht ein. Nö, keine Schrauben. Sag mal, bist du zu blöd zum Treffen oder so? Na gut, ich bin nicht besser. Aber ich habe gleich ein Level Up. Schrauben sind selten, habe ich so ein Gefühl. Schlüssel erforderlich. Rex, Mine, Supply. Okay. Irgendwo eine Leiche oder so? Naja, wo wir stehen geblieben, genau PvP. Also ihr habt gesehen, Granate hat einfach gesessen. Es hat ihn wirklich überrascht. Den hätte ich halt easy fertig gemacht. Nur das Problem war, dass kein Schaden rauskam und ja. Es ist halt irgendwo schon ein bisschen unfair. Oder nicht den Kühlschrank aufmachen. Nehmen wir jetzt mal an, das wäre ein fairer Kampf gewesen. Der wäre tot. Der wäre einfach tot. Vielleicht müsste man da ein bisschen an der Balance arbeiten, dass man sagt, okay, wenn Leute in einer Gruppe sind, dann haben sie halt weniger Schaden. Keine Ahnung, dass man sagt, pro Gruppenmitglied 2% weniger Schaden oder 5% weniger Schaden. Das wäre schon ein bisschen fairer, im PvP zumindest. Im PvE kann ja alles gleich bleiben. Das ist ja egal. Ja. Gib mir ein Level Up. Aufgabe abgeschlossen. Oh Gott, das sind viele. Kommt da eine riesen Leute raus, was ist los? Ernsthaft? Jetzt kommen noch Bots hinzu. Was ist denn hier los? Ich bin nicht mehr gesucht. Lass mich in Ruhe. Habt ihr Schrauben für mich? Stimmt, Bots kann man jagen für Schrauben, oder? Falsch. Falschrad. Ich wollte mich doch verarschen. Was ist denn hier los? Wer schießt denn noch? Noch, was ist denn hier los? Ach, das ist ja. Das ist gar nicht meine Pumpgun. Haha. Ich hab gedacht, das wäre meine Pumpgun. Ja, gut. Pumpgun. Die macht irgendwie keinen Schaden. Ah, doch, jetzt schon. Noch mehr Gegner hier, ja? Kann ich jetzt mein Level Up machen?
Okay, ich bin versteckt. Sehr schön. Alter. Was war das jetzt? So, Level Up. Perception. Was haben wir denn hier so Schönes? Den nicht automatischen. Könnte das verbessern, ne? Oh, Stufe 3. Sehr schön. Ich bin Fan von nicht automatischen Sachen. Hä? Hm. Hey. War da nicht gerade mehr? Ach so, bei Perception wahrscheinlich. Ach gut. Ich darf meine Sniper nicht verwenden. Nein. Ja. Was war das? Kranke Rotkakerlake, geil. Nehmen wir mal den 10 mm wieder. Was ein Tag, Leute. Was ein Tag. Aber wir sind, glaube ich, an dem Ort angekommen, wo wir sein wollten. Ja, hier geht's los mit den Quests. Was ist denn das? Wieso krieg ich random Schaden? Ich check's nicht. Hä? Wie? Hä? Oh, Schrauben. Oh mein Gott, ich hab Schrauben gefunden, Leute. Ist zwar nur eine wahrscheinlich oder zwei maximal, aber besser als gar nichts. Oh, ja, Schrauben. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann schauen wir weiter. Wie es hier weitergeht. Hoffentlich werden wir dann nicht nochmal gesucht. Würde halt, wenn es anders wäre, cooler sein. Aber naja. Haut rein, euer Zero. Tschüss.